ein toter Baum auf dem Marktplatz der Universitätsstadt und immer mehr im Schönbuchwald. Diese tote Buche stammt selbst aus dem Schönbuch. Noch vor 3 Wochen hatte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann unter eben jener gestanden. Revierforster Thomas Englisch hatte ihm erläutert, dass der Klimawandel nicht nur Fichten und Tannen zusetze, sondern nun auch den Buchen. Und gerade dieser Baum, der mit seinen kahlen Stellen in der Baumkrone an diesem Tag als Beispiel des Waldsterbens galt, musste jetzt gefällt werden. Nun soll die tote Buche 1 Monat lang in Tübingens Innenstadt stehen, um auf das Waldsterben aufmerksam zu machen.